Ja, servus, liebe Freundin der Natur. Es ist heute Abend 8 Uhr und da hatte ich einfach noch mal Bock, mal rauszugehen einfach. Noch ein bisschen die Natur zu genießen. Und ja, werde jetzt noch mal einen kleinen Gang hier durch den heimatlichen Wald machen. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt gerne mit. Bis gleich. So, und wenn wir schon mal dabei sind, hier draußen zu sein, dann möchte ich auch gerne euch mal eine App vorstellen, die ich mir runtergeladen habe. Und zwar, ich hatte mir das Video vom Tactical angeschaut, der hat mal gezeigt, was für Pflanzen manchmal im Garten wachsen, was für eine Vielfalt wir darin haben. Und es ist ja immer schwierig, gerade jetzt, sage ich mal, für Beginner festzustellen, welche Pflanze ist das. Und da habe ich mir eine App runtergeladen, die nennt sich Planet oder PlantNet. Ich zeige die euch gleich mal. Und dann zeige ich euch mal, wie man damit ganz prima eine Pflanze bestimmen kann. Ich muss natürlich dazu sagen, es ist Voraussetzung, dass man halt einen Empfang hat, einen Internetempfang hat, um die nachher auch richtig bestimmen zu können. Das kann man entweder direkt dann im Feld machen oder auch dann zu Hause. Ich zeige euch die mal. So, ich zeige euch mal diese App, die nennt sich Planet. Die ist hier drauf, ich mache die mal auf. Und dann erscheint dieses Bild hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, und ich habe hier Möglichkeiten, einmal hier über den Standort, den ich hier eingeben kann. Kann mein Standort, die bestimmt auch den Standort, wenn ihr den eingebt. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder von Bildern, die ich bereits geladen habe, oder wenn ich jetzt gerade hier eine Pflanze entdeckt habe, dann gehe ich einfach hier unten auf das Symbol mit dem Foto. Und dann seht ihr schon, dann kann ich auswählen Fotoapparat oder Bildergalerie. Und dort wählen wir jetzt mal aus Fotoapparat. So, dann schauen wir mal hier. Habe ich zum Beispiel ein schönes Pflänzchen und weiß eigentlich nicht, was genau für eine Pflanze ist. Das heißt, ich gehe jetzt einfach im Prinzip mal, gucken wir uns das mal an. Ich gehe jetzt hier einfach mal drauf. Moment, ich stelle euch mal ein bisschen besser hin, dass ihr das seht. So. Dann stelle ich scharf und mache ein Bild. So, jetzt habe ich dieses Bild und das kann, habe ich die Möglichkeit hier zu speichern oder zu verwerfen. Und jetzt fragt mich das Programm, ist es ein Blatt, eine Blüte, eine Frucht oder eine Rinde? In dem Fall ist es eine Blüte, die klicken wir mal an. Und dann fängt er an zu suchen und findet auch dann gleich die Rosa Canina L. Eine Dornrose. Und jetzt kann man anhand des Bildes vergleichen, aha, das ist genau das Bild und dann kann man das auch hier bestätigen. So, und jetzt habe ich auch noch die Möglichkeit, natürlich hier mir diese Pflanze anzeigen zu lassen. Beziehungsweise habe ich die verschiedenen Möglichkeiten hier über Wikipedia, wenn ich hier drüber gehe, Moment, sorry, hier, und dann kann mir genau sehen, die Hundsrose gibt es hier. Moment. Lokaler Name. Hier steht es nochmal. Dornrose, echte Hundsrose, Heckenrose, Hundrose. Und über hier Wikipedia kann ich mir dann im Prinzip die genauen Informationen über diese Pflanze dann quasi anzeigen lassen. Und dort steht auch alles drin, wofür sie verwendet wird. Beschreibung, Ökologie, Einzelnachweise, Literatur und so, also alles Mögliche. Und so kann ich mir die einzelnen Pflanzen, die bei mir in der Gegend wachsen, einfach sehr schnell und effektiv erkennen. Wir können das auch gerne nochmal an einer anderen Pflanze vornehmen. So, das heißt, ich mache wieder ein Bild. So, speichere mit ihr wieder ab. Das war wieder eine Blüte. Und er sucht jetzt. Und das ist das sogenannte Gabenkraut. Achillea millefolium. Gabenkraut. So, und dann kann ich mir hier die Bilder anschauen. Und das ist absolut identisch, also kann ich das schon mal bestätigen. Ja?
Also ein tolles Programm, wirklich.